Jahre sind eine lange Zeit. Umso mehr freute man sich in Uftoverbeck auf das Trachtenschützenfest, welches an diesem Wochenende endlich wieder stattfand. Nachdem bereits am Sonntag die beeindruckenden Trachtentänze von 70 Paaren vorgeführt wurden, machte man sich am Montag auf die Suche nach einem neuen König. Zuvor haben wir aber nochmal mit dem nun ehemaligen König Martin Vichus gesprochen und gefragt, wie er die vergangenen 5 Jahre erlebt hat. Schön, doch kann man nicht anders sagen. Der Thron, und wir sind eine tolle Gemeinschaft gewesen und haben wirklich Spaß gehabt in der Zeit. Viele Leute kennengelernt, viele neue Leute kennengelernt und das ist einfach eine tolle Erfahrung, die man da gemacht hat. Gegen Mittag ging es dem Vogel an den Kragen. Zunächst fielen die Insignien eine nach dem anderen. Bei sonnigem Wetter hielten viele Schützen mit drauf. Gegen 2:30 wurde es dann ernst. Anders als noch 2014 sollte der Vogel in diesem Jahr eher von der Stange geholt werden. Ein 30 Königsanwärter traten an, um diese Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen. Dann um 14.52 Uhr kam Bernd Klevermann und holte das letzte große Stück runter. Doch die Experten am Gewehr waren sich uneinig, ob dies nun auch der Königsschuss war. Schließlich hing noch das Halstuch des Vogels. Nach kurzer Diskussion durfte Bernd Klevermann nochmal antreten und holte schließlich auch das letzte Stück runter. Das Schießen war toll, war einfach toll. Ich bin spät zugezogen, aber ich habe es richtig genossen. Ich habe sehr genossen, dass heute mit 2 Gewehren geschossen wurde und Dubletten kamen. Und das war ein ganz anderes Erlebnis. Aber der Königsschuss ist schon heftig. Ist gut, Erlebnis. Danke. Ja, gut. Hey! Das Volk jubelte seinem neuen König zu. Anschließend wurde verkündigt, wer an Bernd Klevermanns Seite in den nächsten Jahren die Trachtenschützengilde regieren wird. Sabrina Ribbekamp ist die neue Königin. Unglaublich. Oh. Oh. Eine richtig schöne Zeit. Ja, ne? König, ne? Ja, war super. Danke. Schön. Ja, euch auch.